Moin YouTube, was geht? Ich habe letztens im Stream Frontiers of Pandora gespielt. Dachte mir, ich lade das mal auf YouTube hoch, so wie alles, was ich irgendwie gerade spiele. Falls euch das Ganze gefällt, lasst super gerne ein Abo da, kommentiert mir irgendwas, gebt mir ein Feedback. Ich dachte mir, ich muss jetzt auch mal wieder anfangen, richtige Intros zu machen für meine YouTube-Freunde da draußen. Ja, Mann, falls euch das Video gefällt, ich würde mich freuen und wir sehen uns beim nächsten Video. 8 Jahre vor der Schlacht der Halleluja-Berge im Tellus-Abgesandtenprogramm TAP, Internat für Navi-Kinder. Aha. Guten Morgen. Guten Morgen. Mit dem Abgesandtenprogramm. Als die RDA Pandora entdeckte... Man kann nichts entdecken, was schon immer da war. Aha, Rie. Wenn wir entdeckt sagen, meinen wir das erste Mal als Menschen dorthin kamen. Aha, als Rie. Wir auf Pandora landeten, merkten wir, dass wir... eine gute Beziehung zu den Einheimischen aufbauen könnten. Wir erschufen Avatare wie meinen, um eine Beziehung zu den Navi aufzubauen. Und wenn ihr euren Abschluss macht, wird es eure Aufgabe, als Abgesandte sein, wow, zu den Navi freu mich zu voll. Gehen und uns zu helfen, Allianzen zu bilden. Hat jemand eine Idee, wie das klappen könnte? Ahari. Die RDA kann Medizin, Technologien und Wissen teilen. Das ist absolut korrekt, Taylor. Direktor Mercer, wir sind die Mission von TAP durchgegangen. Wie gewünscht. Warum sollten die Navi eine Allianz wollen? Aha, Ri. Alma. Du weißt nicht, wie das Leben da draußen ist. Es ist brutal. Ihr wart noch Kinder, als euer Clan euch verstoßen hat. Wir haben euch eine Zukunft. Einen Sinn geboten. Unser Clan hätte uns niemals verstoßen. Tut ab on its name. Schwarzmuggel, verdammt. Ich hab dir diesen dreckigen Schmuck nur dann erlaubt, wenn er in der Koje bleibt, oder? Ja, damit. Oh, die ist stark. Ui, ui, ui. Es gehörte Mutter. Das ist kein dreckiger Schmuck. Du weißt nicht mal, was ein Lied ist. Ahari. Das ist nur ein zerrissenes Band. Ich weiß, es ist schwer, aber du musst akzeptieren, dass deine Mutter dich verlassen hat. Lügner! Wurden die im Labor zusammen gemischt oder wurden die... Ihr kennt die Regeln. Kein Körperkontakt. Abendessen fällt aus. Aber Direktor Mercer... Also, wenn man sauer. Ey, Streuni, was geht? Moin. Satuel Unizolanimun. Satonna Folongat Kamolunge. Keine Navi-Sprache in der Basis. Wenn du im Schlaf sprichst, Daylan, sprichst du nur Navi. Warum bist du immer auf Mercers Seite? Mercer hat uns gerettet. Dela, sie nahmen uns unsere Familien. Sie entwurzelten uns. Wir erinnern uns vielleicht nicht daran. Dennoch kann Pandora zu unserer Heimat werden. Ich kann nicht mal mehr die Texte der Lieder unseres Clans. Auch ohne Worte können wir sie singen. Sie dürfen uns nicht unsere Navi-Wurzel nehmen. Wir müssen etwas tun, bevor es zu spät ist. Wir sind nun stärker als sie. Ich spürte es im Klassenraum bei Mercer. Beenden wir es heute Nacht. Ich habe eine Idee. Uiuiui. Ui, ui. Wir hauen ab. Stimmt, die sind jetzt schon stärker als dieser Typ. Und größer. Gut gemacht, Daylan. Nun aber schnell. Wir haben nur ein paar Minuten in dieser Luft, bevor wir Masken brauchen.
Wir haben sie gefunden. Ich bin mehr als enttäuscht von euch. Wir haben euch ein privilegiertes Leben geboten. Und jetzt sowas. Wir wollen nicht dieses Leben, sondern unsere Heimat. Ihr gehört zu uns. Versteht ihr nicht, was wir in euch investiert haben? Hm? Wir retteten euch, gaben euch ein Zuhause, eine Identität. Wir haben schon eine Identität. Wir sind wie? Nein! Ihr seid, was ich sage! Wir kennen den Text vielleicht nicht, aber wir können trotzdem unsere Lieder singen. Hört auf! Aber ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu singen? Ich sagte, hört auf damit! Eigentlich nicht. Wir gehen nach Hause. Ich warne dich, Ahari, keinen Schritt weiter! Sau, Matela. Wenke warne, Gegu. Bleib stehen! Oh, vor allem einfach ein Kind erschossen. Ist halt immer noch ein Kind, ne? Also ist der Typ genauso wie ein, also genauso ein Arschloch wie der aus den Filmen da. Ich weiß nicht, wie der heißt. In diesem Robocop-Ding da. Acht Jahre später, Turok, Maktor und die Omitikaya. Omitikaya lehnen sich gegen die RDA auf. Also, ja, genau. Turok, Maktor ist der Jake, oder? Jake aus dem ersten Teil. Heute machen wir weiter mit Erdökonomie. Und hey, Alma. Regeln von Angebot und Nachfrage. Warum nutzen wir menschliche Waffen? No. Okay, wir sind jetzt irgendwie alle größer geworden. Pandora ist sehr gefährlich. Aber wir kennen Pandora kaum. Woher wissen wir, gegen was wir uns schützen müssen? Cortez, ich muss mit dir reden. Jetzt. Boah, die sind so riesig, Mann. Wir haben Anweisung vom Hell's Gate bekommen. Wir werden von Pandora evakuiert. Pack deine Sachen, bevor... Natürlich. Was? Pandora ist verloren, ein Typ namens Jake Sully ist durchgedreht. Mhm. Hat ihn auch gegen uns aufgebracht. Man kann ihn nicht Jake trauen. Sully. Muss deine Sachen packen und geh wieder in deinen eigenen Körper. Jetzt. Die Party ist vorbei. Okay, Leute, packt eure Sachen. Hey, Cortez. Ich kümmere mich drum. Geh. Jetzt ist mir auch aufgefallen, dass die Alma ist eigentlich ein Mensch, weil die hat 5 Finger. Die anderen sind halt richtige Navi. So, die hat aber einen Avatar. Aber alle anderen sind Navi. Yo, Alma, let's go! Knöppel die alle weg. Schnell. Wir haben nur eine Chance. Na los! Rein da! Aber was? Hier ist es sicher. Lässt Mercer uns zurück? Wir haben keinen Nutzen mehr für ihn. Nein, das kann nicht sein. Schnell, ihr müsst euch verstecken. Lasst uns gehen. Wir können entkommen. Wir fliehen. Nach Pandora! Da sind überall Soldaten. Ihr kommt keinen Schritt weit. Unsere Chance auf Freiheit. Das ist eure einzige Chance zu überleben. Was ist mit dir? Du wirst nur ein bisschen schlafen. Nur eine Weile. Es wird nicht lang dauern, okay? Boah, ich habe ja geile Füße, Mann. Hm. Okay, ich penne einfach ein bisschen, ist in Ordnung. Ist kein Thema. Das bin ich! Ey, das bin ich, Chat. Geil, wir haben jetzt hier erst mal Zeit, während ich penne.
Während da draußen die Welt ausbricht, erstmal 10 Stunden meinen Avatar zu erstellen. Es geht los. Aber ich habe das ja gestern schon mal so gemacht, so grob, glaube. Also weiß ich ja noch ungefähr, wie ich die hatte, oder? Vor allem, es macht eigentlich gar keinen Sinn, finde ich. Also das ist zwar cool, dass man hier so einen Avatar erstellen kann, aber es macht doch gar keinen Sinn, weil das Spiel ist einfach in First Person, nicht in Third Person. Was ich mega schade finde. Ich glaube, hätten die das in Third Person gemacht, dass man den Avatar sieht, außer man fliegt und so, dann wäre das bestimmt ein bisschen besser gelaufen hier, oder? Also ich hätte es auch in Third Person mehr gefeiert, irgendwie ein bisschen. Okay, Haare. Was machen wir? Ich glaube, ich mag eigentlich schon die 1 so am besten. So mit diesem geflochtenen hinten finde ich hübsch. Haarfarbe macht irgendwie kaum einen Unterschied, oder? Seht ihr einen Unterschied? Ach so. Also zwischen dem und dem? Ich nehme mal das hier. Stimmen. Eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier. Ich bin noch im Just Chatting. Dankeschön, Franz. Wirst. Oh, das müssen wir fix ändern. Danke dir. Avatar. Frontiers. Wie heißt das? Wie heißt das Spiel? Hier, ich hab's gefunden. Hä, ich finde das Spiel irgendwie nicht auf. Gerade war es noch da. Jetzt ist es weg. Frontiers of... Ah, jetzt hab ich's gefunden. Dankeschön, Franz, muss Bescheid sagen. Hallo, Streuni. Okay, wir haben's. Let's go. Eine Hand wäscht die andere. Ja, ich nehme mir die Girlie. Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier, wo du gebraucht wirst. Kleidung ausblenden. Hier nehmen wir das. Meine Haut. Leuchtendes Muster können wir ändern. Das ist doch eh am Ende übelst wurscht, oder? Ich sehe auch irgendwie gerade gar keinen Unterschied. So, die Pünktchen sind halt ein bisschen anders, oder? So am Bauch und so ein bisschen anders angeordnet. Ich nehme das hier, weil ich hätte gern viele leuchtende Pünktchen irgendwie auf meiner Haut. Und okay, was finde ich da jetzt cool? Ich glaube, ich nehme die 4. Hautton auch. Ja, ich lasse einfach die 1. Ich finde das schön mit dem Blau. So. Noch was? Warte mal, Gesicht. Ach hier, Gesicht anpassen noch. Gesichtsform. Ich mach mal so. Ich versuche mich jetzt gar nicht so lange hier aufzuhalten, weil ich sehe sie am Ende eh kaum, oder? Ich weiß auch gar nicht, was das jetzt hier so genau verändert, auch irgendwie. Gesichtszüge. Die Falten, oder was? Keine Ahnung, ich sehe irgendwie gar keinen Unterschied. Augenform. Die 1 passt. Hier schön blau. Toppi. Nase passt auch von mir aus. Mund passt auch von mir aus. Ohren können wir noch ein bisschen länger machen. Habe ich Dreck im Ohr? Was ist das? Ich nehme mal die mittellangen hier. So, boom. Hey, warte mal, jetzt ist alles wieder anders, oder? Nee, so. Na, so ist doch hübsch. Ist doch eine hübsche. Bestätigen einfach. Ich werde sie nie wieder sehen. Juckt. Top. Sexy. Du lebst
noch. Wow, ist aber ganz schön hell. Alle tot. Wow. Was ist los? Was ist passiert? Du hast lange geschlafen. Sehr, sehr lange. Okay, was ist sehr, sehr lange? Muss das wirklich sein? Wenn sie gehen können, können sie gehen. Den Rest müssen wir zurücklassen. Die RDA ist weg, oder? Du hast uns zurückgelassen. Die Himmelsmenschen sind zurück, Sarentu. Sarentu? Sarentu bin ich. So wurde ich noch nie genannt. Das ist ein Clan. Und zwar ein sehr mächtiger. Ihr dachtet, ihr wärt verloren, doch diese Traumwanderin hat euch stattdessen eingesperrt. Ich erkläre es später. Gib dir Zeit. Dein Körper ist noch nicht ganz erwacht. Okay. Hallo. Haben alle es geschafft? Ich bin hier. Nor und Daylan auch. Wir sind sicher. Boah. Wir kommen raus. Endlich. Es passiert wirklich. Wir kommen alle raus. Zusammen. Also an der Steuerung merke ich auf jeden Fall, dass das Spiel auf dem PC geiler wäre von der Steuerung. Ich muss die Sens auf jeden Fall hochschrauben. Das ist nämlich ganz schön crazy, ganz schön langsam. Wo steht denn das? Wahrscheinlich schon Gameplay. Sichtfeld. Steuerung. Ach hier, Kameraempfindlichkeit. Ist aber schon bei 144. So, ich brauche das immer ein bisschen schneller irgendwie. Das ist mir zu langsam. Komm, Is. Du wirst deine Kraft. Okay. In der Kantine gab es Rationen. Da sind sicher mehr. Glaub ich. Kantine. Moin. Wo sind Jefti und Delisi? Vielleicht hat einer sie zu einer anderen Krönung. Wer? TAP. Oh, guck mal, hier ist noch was, oder? Trockene RDA-Ration, Essen. Okay. Energie auffüllen. Konsumiere Nahrung, um deine Energie untere Anzeige aufzufüllen. Die untere. So kannst du deine Gesundheit obere Anzeige automatisch wiederherstellen. Okay. Essen. Ah. Okay, was ist dann eine obere Anzeige? Bestimmt sowas wie Ausdauer, ha? Huh? Sind jetzt alle weg oder was? Hallo? Ah, der Kollege. Die Kinder. Sie leben. Grotesk. Hielt sie für Haustiere, anstatt für Soldaten. Beseitigt sie. Oha. Okay, jetzt geht's ab hier. Wegen Steuerung müssen wir mal gucken irgendwie. So, das ist, man merkt, das ist, glaub, mehr für einen Computer ausgelegt als für Konsole. Sprinten. Oh. Erstmal irgendwas geschlagen. Wow, wow, jetzt geht's ab hier. Bam, bam, bam. Parcours. Ah! Wow, wow, wow. Hier lang. Zack, ich slide hier rum. Höher aufladen. Okay, let's go. Boom. Ich bin so gespannt auf die Pandora-Welt, wie das alles aussehen wird. Geh ich hier hoch? So einen kleinen Jump hier. Muss ich hier hoch? Ah ja. Also vielleicht wäre es auf dem PC geiler gewesen von der Steuerung, aber ich glaube, dann hätte ich nicht so eine schöne Grafik gehabt mit meiner Möhre. Aber jetzt spiele ich es auf der PS5. Ups.
Bam. Rennen. Ui, oh, ui. Lauf. Schneller, oh mein Gott. Okay, weg. Hier, bam, zack. Oh, hätte ich jetzt eine Waffe, ich könnte die alle wegnieten, oder? Ich bin doch eigentlich schon viel stärker als die. Ah, hier, moin. Ja. Mir geht's gut, was geht? Hier, nimm das. Ein Headset? Steck es in dein Ohr. Das ist unsere Frequenz. Ihr wart fleißig. Sie suchten dich, aber fanden mich. Du musst weg. Jetzt. Warte. Wie heißt du? Sotlek. Sotlek. Einer der letzten meines Clans. Dieses okay. Schicksal möchte ich dir ersparen. Weiter. Schnell und leise. Los. Wo geh ich hin? Schnell und leise. Hier, Storage Room. Hörst du mich? Ja. Diese Soldaten sind überall. Ganz ruhig. Ist hier irgendwas noch? Such einen Ausweg. Keep clear. Richtige Froschfüße. Was denn mit meiner einen Zehe? Die ist ja komplett weit weg von den anderen. Huch. Sotlek, hörst du mich? Wo sind die anderen? Konnten okay, das geht nicht auf hier. Oh, die Steuerung. Vorerst, gucken. Glaub ich. Ich kümmere mich um die anderen. Geh weiter. Oh, ich bin so gespannt auf Pandora, wie das aussieht auf der PS5. Wie das mit dem Fliegen aussieht und so. Ich kenn's ja nur aus dem Trailer. Okay, wir müssen schleichen. Liebe ich ja. Gehst du mit Kreis in die Hocke, erschwert sich das, dich Gegner entdecken. Wenn ein Gegner dich bemerkt, erscheinen und füllen sich die Marker. Oh, ich hasse so Schleichzeug. Was ich gerade nicht für eine gute Tasse Kaffee geben würde. Ja, same. Aber ich habe Kaffee hier neben mir. Okay, aber alles gut. Mich sieht keiner. Top. Alles schicki. Fliegen bestimmt schwer. Kann sein, ne? Ob ich mir auch so einen eigenen... Wie heißen die? Ikran? Heißen die Ikran? Zähmen kann und so? Ob ich mir einen aussuchen kann auch. Oh. Kann ich jetzt wieder rennen? Oh, das schreit nach Ausgang da vorne, oder? Oh, die Turnhalle ist verschlossen. Shit. Ich suche nach einem Weg. Bleib wachsam. Kann ich vielleicht einfach hier so durch oder irgendwie? Oder, hier ist noch eine Tür. Ich brauche einen Code. Okay, was mache ich jetzt? Vielleicht kann ich diese Scheiben einschlagen? Nee. Das geht nicht. Ah, guck mal, hier ist irgendwas. Reparieren. Ach ja, klar, einfach... Zack. Als ich mich für diese Truppe gemeldet habe, dachte ich, es wäre lustiger. Gruselig. Ignorieren. Wenn der Gegner zu nahe kommt, kannst du sie durch Drücken von R3 schlagen. Geil. Hör auf zu reden. Achtung! Fuck! Sucht euch Deckung! Verstanden! Oh, das war richtig dumm, aber ich könnte jetzt ja auch wegknüppeln, oder? Geil. Ihr Penner. Ja, ich bin viel stärker als die. Easy. Bin aus der Turnhalle raus.
Einfach weggeklüppelt. Ah! Oh nee, jetzt ist der auch noch tot. Oh! Pandora? Pandora? Oh, ich will so gerne raus hier. Ich muss sehen, wie das draußen aussieht. Ich bin richtig hyped schon. 5 Jahre. Sotlek, empfängst du mich? Ah, ich glaube, das war's mit Sotlek. Oh, hier, die haben sogar Tischkicker. Geilo. Ah, fuck. Ist das vielleicht der aus dem ersten Teil oder so? Erwischt. Hast du geschnappt, Harding? John, nee. Ja, das Kind ist harmlos. Seine Schwester war eine heißblütige Kämpferin. Du Mörder. Oh, meine Schwester. Ist die, die erschossen haben? Hat es nicht. Oh, shit. Tja, früher wären sie nützlich gewesen. Nun gibt es keine Navi-Botschafter mehr. Nur noch Navi-Hindernisse. Lauf! Oh, Solek! Oh. Okay, kann ich, okay, Solek, bist du okay? Hier hoch? Das war viel zu knapp. Wie komme ich? Solek! Kann ich da hoch? Hö! Muss ich hier wieder irgendwas reparieren? Ah, hier kann ich hoch. Ah. Perfekt. Ah ja. Oh, das. Ich glaube, Steuerung wäre auf dem PC viel geiler gewesen gerade. Das ist irgendwie ein bisschen. Es fühlt sich einfach an, als würde ich auf dem PC mit dem Controller spielen. Oh. Oh, wir sind fast draußen, oder? Wir sehen gleich Pandora-Chat. Guck mal, ich höre schon so die Mucke und so. Oh. Es wird grüner. Da vorne ist der Ausgang. Pandora. Oh mein Gott. Wow, shit. Wow. Erstmal was essen. Hallo? Oha, krank. Am Wasser entlang. Hallo. Sarentu. Was? Wie groß ist die Welt? Dornenwaldbiom. Wie groß ist diese Welt? Wow. Kinglorwald. Ist das nicht ein Pokémon? Der Kingler? Wow. Krank, krank, krank. Was sind das hier für kleine Schneggis, hä? Huh? Neue Quest, um den Quest-Tracker abzurufen. Suche nach Solek und anderen Überlebenden. Vielleicht sind sie dem Fluss gefolgt. Okay. Mehr RDA. Was ist passiert? Krass, ey. Ui, auch die kleinen Viecher, süß.
Das sieht wirklich mega aus. Kann ich auch schwimmen? Was? Ich kann auch schwimmen und so? Habe ich hier irgendwie so eine Sauerstoffanzeige oder wie ist das? Sterbe ich einfach, wenn es mir ausgeht? Oder... Hä, wie krass! Kann er tauchen und so, schwimmen? Ah, Kingla, nicht Kinglor. Okay, fast, aber... Doch Kinglor. Was mich ein bisschen stört, ist die Steuerung auf der Konsole, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich sitze halt am PC mit einem Controller in der Hand. Aber ansonsten sieht das übelst schön aus. Ich glaube, ich bin da richtig, weil es speichert, oder? Guck mal, hier ist so eine kleine Höhle. Vielleicht haben die sich hier irgendwie versteckt. Vielleicht aber auch nicht. Wir können auch hier hochgehen und so. Krank. Und Achtung, Big Jump. Nice. Oh, schaffe ich den? Oh! Oh, hier ist so Stuff. Oh, das wird erstmal gelootet, oder? Kann ich es looten? Ich kann es gar nicht looten. Okay, ich glaube, ich muss jetzt hier wirklich mal dem Fluss folgen. Suche nach der RDA-Betankungsanlage nordöstlich des Färberkesselsees. Folge der Fährte aus den RDA-Trümmern. Also nordöstlich irgendwas. Ist das hier der Färberkesselsee? Also irgendwie hier so, oder was? Oh, was ist denn das hier? Hoch. Da vorne ist doch ein Lager oder so. Ah, Betankungsanlage. Ah, gefunden. Hey ho, es geht denn so. Hier drüben, bei dem Baum. So, leck. Baum? Das haben sie vor dir versteckt. Deine Heimat. Dankeschön. Du kannst nicht kämpfen. Diesmal helfe ich dir. Oh, ich krieg einen Bogen. Let's go. Werd eh nichts treffen. Du wirst Pfeile brauchen. Schwefelkapsel. Ist biegsam. Du findest sie schon. Fokussiere deine Sinne. Meine Sinne? Sie haben dich menschlich gemacht. Doch du bist sieh den Wald wie ich. Siehst du? Ah. Das ist dein Zuhause. Ah. Es wird zu dir sprechen, wenn du es lässt. Lass deine Sinne dich leiten. Navi-Sinn-Untersuchung. Nutze dein Navi-Sinn und untersuche jegliche vorgehobenen Pflanzen, Tiere und andere Objekte durch Drücken von L3, um mehr Infos zu enthalten. Bogenschützendickicht. Okay, das kann ich mitnehmen, oder was? Munitionsbauteil. Gut, ich hab genug.
Jetzt kannst du Pfeile fertigen wie ich. Stark genug, um Menschenmetall zu durchdringen. Oh. Okay, also ich mach den hier und herstellen. Das erinnert mich sehr an Horizon. Wir sollten abhauen. Kannst du dich bewegen? Dapofit. Die Schote einer Dapofit-Pflanze. Ich finde eine. Dapofit-Pflanze, finde ich. Am Ufer. Sie wachsen am Wasser. Ach so. Okay. Hey, wie schön es einfach aussieht. Ja, ne? Sieht ein bisschen wie Horizon so. Was ist das hier unten? Gegner? Oh, ach so. Oh! Kommt halt auf PC? Geil. Was ist das hier? Beste Qualität trocken, was ist das? Eine Pflanze mit elektronischen Lianen, die Angreifer in einen elektrischen Schlag versetzen. Oh, kann ich das nehmen? Ah, wahrscheinlich nicht. Wie ist denn das zum Zuschauen? So, habt ihr auch das Gefühl, es sieht halt aus wie ein PC-Game? Oder geht es klar für euch? Boah, ich glaube, das ist ein Spiel, wo wir erstmal hier gut reinsuchten können. Auch auf jeden Fall. Ah, da. Guck mal, die kleinen süßen Viecher hier überall. Oh. Okay, sind das hier die Pflanzen? Ah ja, das ist sie. Ah, hier sind auch Soldaten. Holy shit, okay. Ah, ich treffe natürlich gar nichts. Chillig. Haha. Ihr kleinen Penners. Heilen. Den habe ich aber gezeigt, wa? Ich habe die Dapofit. Komme zurück. Noch mehr Soldaten. Ja, die Menschen sind wirklich klein. Oh, Solek? Min Jung? Oh, ich habe übelst Bock auf dieses Spiel. Ich spiele das gerade und ich freue mich einfach auf alles, was hier noch kommt. Ich meine, guck mal, die Welt. Wie groß ist diese Welt einfach? Und dann kommt noch die Sache mit dem Ikran und erkunden und wow. Oh, ich brauche nochmal diese Dinger hier zum Herstellen. Kartenwegpunkt. Drücke mal einen Wegpunktmarkierung auf der Karte zu platzieren. Diese Markierung erscheint auf dem Kompass, sodass du leichter zum gewünschten Ort findest. Okay. Niedrige Energie. Oh. Brauche ich Nahrung. Ich habe irgendwie gerade... Ich habe nichts zu essen. So, wir müssen irgendwie... Wir müssen mal Essen finden. Was ist das hier? Dunstblüte. Die Sporen der Nebelblüte steigern für eine kurze Zeit den Blutfluss der Navi, wenn sie eingeatmet werden. Wodurch sie schneller und beweglicher werden. Oh! Oh, nimm mal hier. Ja, verstehe ich, Sven. Verstehe ich sehr gut. Warte mal, ich soll irgendwie nach Nordosten. Da war doch diese... Diese Anlage, wo ich hin muss. Färberkessel, Teppichfälle. Ist es das hier, wo ich hin muss? Betankungsanlage. Hier, Verfolgung. Wegpunkt festlegen. Ah, okay, stark. Jetzt habe ich es oben. Oh, wie schön der Wald einfach aussieht. Ich möchte so gern auch mal dahin irgendwie. Auch wie das dann nachts aussieht, so. Boah, meine Energie ist wirklich gerade nicht so gut. Wir müssen mal schauen, was wir hier noch essen können, außer diese TAP-Sachen. So wie du es beschreibst, fühlen sich für mich alle Spiele an, wenn ich versuche, meinen Controller zu nutzen. Hm. Ah, hier, guck mal.
Und noch mehr Soldaten? Nein. Er lässt sich nicht lebend fangen. Wo denn? Ah, da oben. Okay, wie greife ich denn die jetzt an? Ich brauche halt immer noch was zu essen, so. Ich bin halt auch halb tot schon. Was ist das hier? Ein Langbogen. Okay. Oh, die müssen wir jetzt hier erstmal alle töten. Rette Solek. Ist ja die Frage, was mache ich gegen so einen fetten Robo? Anscheinend haben sie endlich einen Weg in dieses. Shit! Huhu! Okay, easy peasy Chat. Hier ist aber irgendwo noch einer, oder? Du lernst schnell. Ja! Hallo? Boom. So heilen wir uns. Aditapo-Dings, hab vergessen, wie sie heißt. Ah ja. Die wird erstmal ausgezutscht. Schön. Oh, okay. Du hast kein Lied. Das meiner Mutter wurde geraubt. Ändern wir das. Oh. Warte! Was mache ich jetzt? Machen? Finde deinen eigenen Weg, Sarentu. Und bis dahin hilft dem Widerstand. Hey, Galaxy, was geht? Hallo, Robert. Sie und wir teilen denselben. Ein Apfel und die Schulter renkt sich wieder ein. Cool. Nein, nein, nein. Bei euch nicht, oder was, Chat? Geh, wir treffen uns im Lager beim Wasserfall. Okay. Boah, geil, ich will fliegen. Ich will alles. Ich will mich mit diesem komischen Baum verbinden. Solek. Verwende deinen Navi-Sinne, um Quest-Orte zu finden und aufzusuchen. Navi-Sinne heben auch Charakter und Objekte hervor, die für ein Quest-Ziel relevant sind. Ah, ist das denn mein Ziel? Also das Feuer. Ups. Finde einen Weg, die Klippen rechts vom Wasserfall zu besteigen. Ach, das da. Ach so. Und Nahrung essen. Hab ich nicht. Warte mal. Jetzt habe ich für ihn was mitgebracht, aber mir selber nicht so eine Pflanze da abgezwackt am See. Also das Spiel ist irgendwie eine Mischung aus Horizon Zero Dawn und so Far Cry irgendwie, ne? Kann es sein? Also gibt mir zumindest voll den Vibe. So, wie komme ich jetzt? Die Widerstandsbasis ist dort oben. So, hier komme ich doch hoch. Guck mal. Zack, mit diesen Pflänzchen hier. Und hier. Oh, lässt sie mir hier ihr Ding herunter? Heberanken können zum Herauf- und Herabklettern benutzt werden. Sie verfügen über eine starke Liane, die sich zusammenzieht, wenn sie berührt wird. Das Treffen einer geschlossenen Heberanke lässt ihre Liane runter. Aha! Ja, eine Horizon Far Cry so, finde ich auch. Aber das sieht einfach mal geil aus, wirklich. Okay, jo, wie komme ich jetzt darüber? Meint ihr, ich kann springen? Oder bin ich dann tot? Nee. Ah, ey, übelst cooler Sprung gewesen. Aufgeladener Sprung im Sprint. Um noch weiter zu springen, führe im Sprinten einen aufgeladenen Sprung aus. Halte gedrückt. Halte.
Ah, okay. Das ist das Hauptquartier hier. Soll es ein Multiplayer? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann es aber auch online spielen irgendwie. Ui, Hauptlager gefunden. Ich glaube, ich brauche jetzt hier mal so eine, oder? Das ist doch die, die mich heilt, oder? Guck mal, jetzt kann ich mir nämlich auch so eine nehmen hier. Für die Heilung. Man kann so zwei zocken, wie geil. Ja, aber ich kann die nicht essen irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich mich heilen soll. Ah, ihr seid nett, ihr kleinen Menschies. Na, natürlich, okay. So leck. Ja, ich wollte gerade sagen, hey. Isoliert, Priya. So, die redet gegen eine geschlossene Tür. Tut mir leid, der Filter hat geklemmt, aber Jin denkt, er hat es jetzt. Oh, wow, noch einer. Hübsch. Ich bin so froh, dass du hier bist, weil es nur noch so wenige von euch gibt. Ups, tut mir echt leid. Willkommen im Hauptquartier des Widerstands. Hallo, Priya. Oh, richtig, sorry. Owen, Nati, komm hier. Was? Bist du süß.